Stunde Null, der Urknall. Man sieht nichts, man fühlt nichts, man hört nichts. Joachim Bloßfeld sagt, dass seine Schutzengel Schwerstarbeit geleistet haben. Er ist seit über 3 Jahren Berufspendler und hat immer von Bad Aibling nach München den Zug genommen. Ich steige immer in den ersten Wagen ein, weil ich dann in Rosenheim umsteige. Und an dem Morgen war es so, dass aus irgendeinem unerfindlichen Grund bin ich nicht ganz vorn eingestiegen, sondern in die zweite Tür, habe aber trotzdem im ersten Wagen gesessen. Und der Zug fährt los, alles ganz normal und ich hatte das Handy dabei, habe geschaut, welche Termine ich an dem Tag so habe. Das ist auch so ein Ritual. Ja, und dann plötzlich gab es einen fürchterlichen Schlag. Nach einer gefühlten Ewigkeit löst sich seine Schockstarre und er kommt wieder zu sich. In beinahe völliger Dunkelheit hört er Schreie, sieht Rauchschwaden und zersplittertes Glas. Ohne darüber nachzudenken, ob er selbst verletzt sein könnte, steht er auf, um zu helfen. Ich habe dann auch gesehen, dass 3 Meter weiter lag ein Mann am Boden, ein etwas älterer, und der hat gezittert, mir ist kalt. Und da hatte ich noch einen Mitreisenden, da sind wir dann zu ihm hin und wollten ihm helfen. Aber ich habe dann seine Hand genommen, er hatte keine äußeren Verletzungen. Und er ist dann in unseren Armen aber verstorben, weil er innere wahnsinnige Verletzungen haben musste. Dann haben wir ihn zugedeckt und sind dann aufgestanden und haben versucht, irgendwie rauszukommen. Bloßfeld versucht, den Zug zu verlassen. Doch aufgrund der vielen Verletzten und Toten sowie einer funkensprühenden Oberleitung ist dies schlicht nicht möglich. Erst nachdem die Rettungskräfte da sind, kann er geborgen werden. Die Rettungskräfte wurden immer mehr und man hat nur gehört, Blaulicht hat man gesehen und Sirenen und Hubschrauber kamen dann. Und wir sind dann in Busse eingestiegen, so wie wir laufen konnten. Und wurden dann zur Feuerwehr nach Kolbermoor geschafft, dort in diese Maschinenhalle und in die Fahrzeughalle. Ja, und da hat man erstmal geredet. Da waren Seelsorger da. Also ich muss sagen, dieser Ablauf war also schon sehr strukturiert, sehr koordiniert. Also es war eine große Stütze, war das auch. Trotz aller Professionalität ist die Katastrophe nicht ohne Spuren an den Rettungskräften vorbeigegangen. Alle ehrenamtlich Tätigen und auch die beruflich Tätigen hat dieses Unglück schon verändert, denn es waren ja Feuerwehrleute, die gleich am Anfang vor Ort waren, junge Männer, die sowas nicht täglich machen. Und das hat die Feuerwehrmänner schon betroffen gemacht, zum Teil aus dem Gleis geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und einige haben ihren Dienst an der Feuerwehr ruhen lassen müssen oder momentan ganz aufgehört. Joachim Bloßfeld fährt seit dem Unglück keinen Zug mehr und leidet noch immer unter dem Trauma. Doch mit Hilfe einer Therapie kämpft er sich Schritt für Schritt zurück in die Normalität.